Wir hatten heute Morgen einen wirklich würdigen Trauergottesdienst für Helmut Kohl in der Hedigskathedrale. Und ich bin außerordentlich dankbar, dass so viele Kolleginnen und Kollegen aus fast allen Fraktionen stark vertreten waren und wir Helmut Kohl noch einmal danken konnten. Wir sind dankbar dafür, dass wir ihn haben durften, und wir haben in Helmut Kohl ein wunderbares Beispiel dafür, dass ein Patriot heute Europäer sein muss. Wir wurden dann heute Morgen von unserem Koalitionspartner überrascht, als er uns mitgeteilt hat, dass er noch in dieser Woche einen Gesetzentwurf über Ehe für alle mit der Opposition abstimmen will. Das zeigt, in welchem nervösen Zustand die SPD ist. Das ist ein Vertrauensbruch. Und wir werden der Aufsetzung auch nicht zustimmen. Die SPD muss dann eben mit der rot-grünen Opposition zusammen diesen Tagesordnungspunkt auf die Tagesordnung des Deutschen Bundestages bringen und muss dann gegen uns diese Abstimmung durchführen. Dass dies in der letzten Sitzungswoche am letzten Sitzungstag geschieht, zeigt den Zustand der SPD. Ein solches Thema, das hochsensibel ist, einfach Knall auf Fall in den Deutschen Bundestag zu bringen, zeigt, dass diese Partei ihrer Verantwortung in schwerer Zeit nicht gerecht werden kann. Eine Partei, die sowas macht, die mit einem solchen Thema Wahlkampf macht, zeigt, dass die Herausforderungen unseres Landes bei ihr nicht gut aufgehoben sind. Wir nehmen dies zur Kenntnis und wir machen unsere Arbeit weiter. Wir regieren weiter. Wir haben noch eine ganze Reihe von Gesetzesvorhaben, die im Interesse unseres Landes sind. Und die werden wir in dieser Woche auch abschließen.